Ich brauche eigentlich nur noch die Arbeiter. Ach so, ja, und die Wächterschütze aufstellen. Ich bin außer Reichweite. Ich kann diesen Zauber noch nicht wirken. Weiß ich nicht. Zehn bis 20 Minuten was. Achso. So, ich muss in das Haus rein. Aua, der hat mich runtergeholt. Ob ich sterbe. Ja, das sind eindeutig zu viele. Ich kann nichts dagegen machen. Ich helfe ihm mal. Okay, jetzt schließe ich auch die, die ich brauche. Da komme ich ja Hammer. Da laufen jetzt viele von knusprige Ente rum. Schade, dass er nicht in der Gruppe geblieben ist. Das hätte es ein bisschen erleichtert hier. Ah, jetzt sehe ich sogar auf der Karte. Komme ich mal dazu zu gucken, was auf der Karte markiert ist. Wo die einzelnen Punkte sind. Ich nehme an, hier im Keller. Im zweiten Geschoss der Kaserne. Ne, okay, dann doch oben. Ja, da hinten. Was steht da? Wächterschutz auf den Docks.
scheiß Ali. So, erstmal aus Sichtweite rauskommen. Hey, was haben die für Aggro-Range? Geschafft. Aber wenn alle in dem Dings hier getötet haben, ne? So, jetzt aber hoch hier. Keine Lust mehr. Quest fertig und die will ich abgeben. Puh. So. War schön, dass man auch die Amuletten des Glücks hier kriegt. Seid vorsichtig. Kommt doch näher. Sie werden mich nicht kommen sehen. So, das war's, oder wie? Dann laufe ich nochmal schnell zur Stadt zurück, da hinten. Ha, siehst du, die greifen auch bei uns gleichzeitig an. So cool. Ein ständiger Kampf. Und ansonsten... Tja, bin ich jetzt wohl doch endgültig mit meinen WoW-Let's Plays fertig. Also, zumindest was die Questreihe angeht bis Level 90. Müsste ich jetzt nur anders verschriften. Ich werde jetzt den Shadow Priest Guide demnächst machen. Wenn möglich noch, bevor ich in das Skyrim Aton mich reinarbeiten werde. Und ja, dann wie ihr wollt. Also es könnte ein paar Let's Plays zu den einzelnen Szenarien machen. Dann fange ich oben an und mache alle durch. Bis auf Baum und Fest, das mag ich nämlich so gar nicht. Ach, das war das hier. Schlachtzugsbronze, ja, da werde ich jetzt auch noch versuchen, irgendwie 3 Item-Level-Punkte hochzukriegen. Die 63er-Items muss ich halt austauschen. Okay, das hier, da habe ich auch noch 450er. Oh, da habe ich auch noch einen 450er. Nur was fürs Handgelenk kriegen dürfte vielleicht auch schon reichen. Aber wahrscheinlich bringt das nur 2 Punkte hoch. Ich brauche bestimmt noch eins. Aber dafür würde ich dann auf jeden Fall auch einen Punkt ausgeben. Aber ich habe momentan ja eh kein Glücksamulett. So, okay, dann repariere ich jetzt hier mal. Abzeichen, damit müsste ich mir eigentlich auch schon was holen können. So, ich habe 74 von den Dingern. Fallen. Metall nach Ogrimma. Zum Außenposten. Irgendwelche Spiele anheuern. Ist die Frage, bringt das jetzt allen Leuten was oder habe ich nur was davon?
Also bei den meisten Sachen muss ich sogar dabei sein. Na gut, dann hebe ich mir die erstmal aus, auch wenn ich jetzt gerade hier Schluss mache. Warte mal, macht das Sinn? Ja. Puh, hier war doch irgendwo ein Portal auch. Ach, nicht mehr. Es ist kein Portal mehr aufrecht. Okay, dann gucke ich jetzt nämlich zum Schwarzmarkt schnell noch. Bevor ich dann hier Schluss mache. Ah, schnell. Ui, jetzt kriegt man den Jimbo-Buff auch hier vorne schon. Denke ich gut aus, wie ich fliege. Muss wahrscheinlich nur höher. Um da über den Berg zu kommen. Wisst ihr, da fällt mir gerade ein, wenn ich den Tempel hier sehe. Im Shadowpan-Kloster gibt es noch eine Reihe von Erfolgen, die man kriegen kann. So Arena-like. Jetzt weiß ich nicht, ob das irgendwie in der Gruppe nur machbar wäre. Oder ob man da auch solo die ganzen Bosse killen kann. Das Szenario habe ich ja schon mal allein gemacht, weil ein Spieler AFK war und der andere hat einen DC. Und das Schlimme beim Szenario ist, man kann keine Spieler dismissen, auch wenn man der Anführer ist. Konnte die nicht irgendwie per Ausschlusswahl entfernen lassen. Achso, nee. Zwischen 2 und 12 Stunden. Ach, Scheibenkleister. Und ich habe vorhin gelesen, 2 Stunden und 12 Minuten. Also kann das hier, was weiß ich noch, wie lange dauern. Hier hat einer 22,50 sogar draufgepackt. Ach, ich nehme mir jetzt auch irgendeins. Haltet eure Augen. Die Frage, gibt man noch so viel Geld aus oder nur das, was es wert ist? So, hier sind 22.000 drin, das ist schön. Und ich wollte erstmal ein bisschen Platz schaffen. Weil all das, was ich hier nicht benutze, Ausdauer brauche ich nicht. Intelligenz brauche ich, Willenskraft könnte ich mir auch aufheben. Tempo, Tempo. 200 Tempo, das bringt nur 100. Weg damit. T. Meisterschaft 200, dann kann das mit 100 weg. Da. Habe ich noch mehr? Beweglichkeit brauche ich nicht. Ein nützlicher Wert. Das ist gut. 100 Trefferwertung, ausweichen. Okay, der Rest ist normal. Verursacht Kopfschmerzen. Habe ich wenigstens die Sachen, die... Ach ja, das ist der kann auch weg. Genau das, was ich brauche zumindest. Ach noch, Beweglichkeit kann auch weg, genau. Ach schön, wieder Platz. Das wollte ich verkaufen. Das kann weg. Könnt ihr meine Tasche oder so? Das sind jetzt alles nur noch Zutaten, die können da drinnen bleiben.
Nichts Fertiges mehr, okay. So, weiter gucken. Ich wollte schnell mir noch Geld nehmen. Wie sieht denn das hier aus? Können die nicht mal ein bisschen Ordnung lassen? Bolzen? Okay. Tja, wie viel packe ich rein? Wie viel meine ich brauche ich? 10.000? Ihr seid zum richtigen Ort gekommen. So, jetzt nehme ich mir einfach das. Eins der billigsten. Ist die Frage, wenn ich jetzt sage, was ist, hier bietet er mir schon 735 an. Warum? Warum bietet er mir so viel an? Durchschnittsgebot. Hier unten sagte mir, dass ich 1335 machen soll. 14. 23.000. Wahrscheinlich immer um 10% mehr. Ich mach nur mal sicher. Ihr werdet dann als erstes erfahren, ob das was bringt oder nicht. Ich mach so wie der da unten, 22.000. Dann ist die Chance geringer, dass einer das bietet. So. Die Welt ist euer Nicht so eilig. Hier steht jetzt aber auch nicht, dass ich das da unten ist meins. Verschafft euch Eintritt zur Kämpfergilde eurer Fraktion. 23.100, genauso wie da. 10%, 2200 mehr, naja, nicht ganz. 2200, 1100, 5%. Um 5% muss man immer erhöhen, scheinbar. Haltet eure Augen. Na, bin ich mal gespannt. Offen. Dies sind die besten. 2 Stunden ist es ja jetzt in etwa her. Wenn es vorhin frisch reingekommen ist, müsste es höchstens 10 Stunden noch dauern. Aber ich denke mal eher irgendwie dazwischen, so 4, 5, 6 oder so. Na gut. Okay, ich halte euch auf dem Laufenden, was passiert ist. Dann bis demnächst.